Guten Tag, Leute. Oder eher guten Abend. Das ist jetzt Stopp 4. 4 vom Kroatien-Trip. Ich habe jetzt nicht gefilmt, beziehungsweise ich fange jetzt erst an zu filmen, weil wir jetzt in die Stadt Zadar gehen. Und davor waren wir eigentlich nur am Campingplatz gesessen und haben ein bisschen entspannt und geschnitten und dies, das. Jetzt ist es aber so, dass Zadar unter den Top 10 der Städte, der schönsten Städte von Lonely Planet ist. Und das ist doch ein Grund zu vloggen. Und jetzt gucken wir uns ein bisschen um, dann gehen wir essen und dann gehen wir noch ins Museum der Illusionen. Wir gehen jetzt in die Altstadt von Zadar. Das war eine Festungsstadt und ist quasi auf so einer Insel. Also nicht quasi, es ist auf einer Halbinsel. Wir gehen gerade über eine Brücke und dann ist hier die Stadt. Das weiß ich von ihr, das hat sie mir gerade erzählt. Ist venezianischer Baustil, was man auch überall sieht. Das ist ganz cool. Ich finde auch den Turm, den man jetzt da hinten ganz kurz gesehen hat, der sieht, glaube ich, aus. Das kenne ich immer aus Assassin's Creed, diesen Baustil, weil das immer so in Florenz gab es, glaube ich, auch so einen Turm. Und Nadi hat mir noch erzählt, dass die Stadt auch bekannt, also dass der Boden hier, dieser Marmorboden, der so geglänzt hat, wie als hätte es gerade eben geregnet, auch, dass das halt so bekannt ist. Geht's da nicht lang? Gerade eben noch essen und haben vielleicht auch den ein oder anderen 1 Liter Hauswein getrunken, zu zweit. Und jetzt gehen wir ins Museum der Illusionen. Naja, was ich noch sagen wollte, das, was man vorhin gesehen hat, die Löcher in dem Boden. Scheiße. Das, was man vorhin gesehen hat, die Löcher im Boden, das war eine Meeresorgel. Ich habe auch den Ton kurz aufgenommen, das hat sich dann ungefähr so angehört. Weil jedes Mal, wenn die Wellen quasi dann da unten irgendwo hinschlagen, klingt ein Ton. Das war toll. Und nachdem ich ja vorhin schon erzählt habe, dass Zadar unter den Top 10 der sehenswertesten Städte sind. Okay, ich kann nicht mehr reden. Der sehenswertesten Städte auf der Welt sind nicht der schönsten. Ich habe Europa. Ich habe nämlich vorhin der schönsten gesagt, nicht. Sehenswert ist geil. Vor allem ist es halt auch immer. Oh, hier gewittert's. So, Museum. Das Verrückte ist ja, es ist jetzt 11:15 und das Museum hat immer noch geöffnet. Es hat bis 0:00 geöffnet.
Das war's mit dem Museum der Illusionen. 10 Euro hat's gekostet. 10 Meter entlang nach vorne, dann ging es so 3 Meter nach rechts und dann ging es wieder 10 Meter nach zurück. 20 Euro für 2 Leute ist halt schon sehr viel gewesen jetzt. Und zum Beispiel in Thailand war ich ja auch ungefähr in so einem Ding, wo man so Fotos machen konnte. Und dann sah das eben so aus, als würdest du im Dschungel stehen oder irgendwie so in einer Glasflasche. Und das hat, glaube ich, auch nur so 5 Euro gekostet. Gut, es war auch Thailand, aber das war schon echt ein Mini-Raum für 10 Euro. Ja, es war nett. Also ich finde schon empfehlenswert, es zu machen. Aber nicht für 10 Euro. Ja, eben. Nehmen wir jetzt ein Uber oder gehen wir zu Fuß? Aber es sollte nicht regnen, das Wetter hat uns belogen. Guten Morgen. Wir sind dann gestern wirklich noch mit dem Uber nach Hause gefahren. Der liebe Herr vom Uber-Service, also der uns gefahren hat, hat uns dann noch gesagt, dass wir eher nicht nach Split fahren sollten, weil die stressig und groß ist, die Stadt, und dass wir die eher nach Trogir fahren. Und beim Essen, währenddessen die ganze Playlist von Celine Dion im Hintergrund durchgelaufen ist, haben uns noch 2 Schweizer oder so gesagt, dass es bei so einem Canyon auch richtig schön sein soll. Also da wurde auch Winnetou gedreht und sowas. Und jetzt fahren wir nicht nach Split, wie gedacht, sondern wir fahren jetzt erst hoch zu diesem Canyon und dann fahren wir nach Trogir und von Trogir dann weiter auf eine Halbinsel. Weil dann lassen wir Split einfach aus. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr lustig gestern. Das kann ich jetzt nochmal reflektiert euch sagen. Vor allem die Celine Dior Playlist, die irgendein Thai oder so erstellt hat, weil irgendwann zwischendrin lief so ein Thai-Lied. Und dann ging es wieder ganz normal weiter mit Celine Dior. Ich würde sagen, wir fahren dann auch jetzt einfach schon los. Wir sind jetzt hier auf einem richtig süßen Camp, irgendwie ist so eine Art Ranch, weil gibt es ja auch irgendwie so Pferde und kleine süße Aktivitäten für Kinder. Es ist halt niemand da, es sind 2, es ist ein Bus und ein Wohnwagen da. Es ist sehr windig. Wir kochen jetzt, also wir machen uns jetzt noch schnell einen Salat und dann gehen wir auch schon los, holen uns einen Uber, weil hier gibt's, also wir sind echt so gefühlt am Arsch der Welt und hier gibt's einen Uber, lassen uns dann zu einem Canyon fahren. Und dann gehen wir den ganzen Weg einfach zu Fuß zurück. Das wird dann eigentlich ungefähr so 3 Stunden dauern oder so. Und machen wir eine kleine Wanderung, gucken uns den Canyon von Winnetou an und dann machen wir hier Abendessen. Ja. Gut, Uber ist jetzt anscheinend nicht mehr verfügbar. Jetzt müssen wir hier so an der Straße runterlaufen. Ist vielleicht auch nicht die beste Idee, die man hat. Jetzt gucken wir irgendwie, wie wir da überhaupt jetzt hinkommen, weil weiß keiner. Vielleicht ist auch dem nächsten Uber verfügbar. Schäbig. Dieser Ort hier ist so ausgestorben gefühlt. Da sind so viele Ruinen an Häusern. Das einzige Gefühl sind diese ganzen Blöcke, die bewohnt sind. Und wir haben echt keine Ahnung, wie wir hier jetzt wieder wegkommen sollen. Uber ist nicht verfügbar. Wir gucken jetzt, ob es irgendwie vielleicht ein Boot gibt oder so. Juhu, wir haben einen Uber bekommen. Das ist 22 Minuten weg. Das heißt, der fährt jetzt 22 Minuten hierher, um uns dann zu diesem Canyon zu fahren. Wir haben auch gerade eben gefragt, ob es hier eine Boottour hingibt. Das ist aber kaputt. Deswegen, they don't do boat tours anymore. Jetzt warten wir mal auf unser Uber und dann fahren wir dahin. Und keine Ahnung, wie wir dann wieder zurückkommen. Mal gucken. I will go out to take some. Eben eigentlich nur nach dem WLAN-Passwort gefragt. Und dann meinte sie so, ja übrigens, wenn ihr Brot haben wollt, könnt ihr das hier bestellen. Dann könnt ihr das am Morgen um 8 Uhr abholen.
Und man muss hier irgendwie so dann beim Restaurant zahlen, deswegen haben wir jetzt bei ihr bestellt, sind dann zum Restaurant gegangen und dann meinten wir so, ja, wir wollten jetzt das Brot bezahlen. Und dann geht er so rein und holt uns so ein Brot raus, wo wir denken so, nein, für morgen das Brot wollten wir bezahlen. Und dann war das irgendwie nur so ein halbes Brot, so ein weißes Brot, obwohl wir so ein braunes Brot bestellt haben. Jetzt haben sie es uns geschenkt. Ein ganzes Leib Brot einfach geschenkt bekommen. Und hier sieht es einfach auch total lieb aus. Wird übrigens den besten Uber-Fahrer überhaupt. Der hat uns ja erst, wie gesagt, schon irgendwie 20 Minuten weit entfernt, ist er extra hergefahren, um uns abzuholen. Hat er gesagt, so ja, eigentlich ist es so für ihn zu weit, die Strecke. Aber er hat gesehen, dass es halt total windig ist und hat sich gedacht, so ja, er holt uns jetzt ab. Allein das ist ja schon voll lieb. Und dann sind wir auf diesem Schotterweg da irgendwie reingefahren zu dem Canyon und er kannte das nicht. Oh, jetzt habe ich gespotzt. Er ist so Uber-Fahrer hier und er kannte das nicht. Und dann hat er sich auch immer bei uns bedankt, von wegen, ja, volles Abenteuer, Dankeschön, voll cool. Und dies, das. Und dann hat er noch auf uns gewartet und uns jetzt zurückgefahren. Und wollte dann statt 120 Kuna nur 100 haben. Richtig süß. Naja, jetzt machen wir uns noch einen spannenden Abend, kochen dann und gucken dann, wenn das WLAN gut ist, noch Winnetou. Weil jetzt sind wir im Winnetou-Fieber. Heute gibt es das Camperessen. Nudeln mit Tomatensoße. Jetzt wird gekocht. Das war's auch schon. Jetzt gehen wir ins Bettchen. Wir wollen gerade Zähne putzen. Jetzt wird hier noch der Vorhang hingemacht, weil sonst blendet das Licht. Und dann düsen wir morgen weiter nach Trogir. Ich hab's mir gemerkt! Ja. Okay, tschüss.